So, ich fange natürlich mit dem Doppelexperten an. Marvin, erst überhaupt keinen Titel und jetzt auf einmal gleich zwei. Ich habe es zu Linda schon gesagt, begreifst du es schon? Ja, nee, ganz noch nicht, gerade weil es jetzt mit Max auch geklappt hat. Ich habe es nicht erwartet vor der Deutschmeisterschaft. Ja, sorry, ich weiß, du hast natürlich direkt gewusst, was wir gewinnen werden, aber ja, voll geil, freue mich riesig und ich bin verletzungsfrei geblieben. Ja, unglaublich. Max, 1987. Wir alle kennen Lars Schänzler, seinen Papa. Guido Schänzler war der Letzte, der das jemals geschafft hat, Einzel und Doppel. Das ist schon was Besonderes, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin glücklich, meine Eltern sind glücklich, alle meine Freunde sind glücklich und ja. Riesenleistung schon mal. Der erste Satz, der ging ja relativ schnell. Und da habe ich mir das so angeguckt, was ihr mir vorher so erzählt habt. Du hinten immer drauf, Tempo machen, Marvin muss vorne den Rest machen, ging wie Brezel im Backen, oder? Ja, lief ganz gut. Also so haben wir gespielt und ja, das war auch der Grund, wieso wir sie gewonnen haben. Ihr dürft nochmal klatschen, wir haben das genau so besprochen und das hat genau so funktioniert. Marvin, nicht nur, weil du jetzt im Moment ein bisschen hustest, aber jetzt geht die Reiserei, das haben wir ja gesagt, schon los. Muss sich jetzt eigentlich der Marc Lambsfuß so ein bisschen Sorgen machen, wenn der Max jetzt mit dir Deutscher Meister geworden ist? Ja, wenn er verletzt bleibt, dann schon. Ne? Nee, aber nee, Quatsch. Ich hoffe natürlich, dass er so bald wie möglich wieder fit wird und dass wir dann international wieder angreifen können. Wir wünschen Ihnen natürlich auf diesem Wege gute Besserung, falls er uns irgendwo zuschaut. Und ihr habt für die deutschen Meister im Herrendoppel Max Weißkirchen und für Marvin Seidel nochmal einen Riesenapplaus.